Miteinander. Ich erwarte einfach mehr Miteinander unter Menschen, regional, überregional und auch global. Einfach, dass die Menschen mehr miteinander sprechen, mehr Kommunikation und damit auch Probleme aus dem Weg gehen können. Ich erwarte mir, viel besser gesagt, ich wünsche mir von der Zukunft, dass wir weiterhin so in unserem Familienbetrieb arbeiten dürfen und vor allen Dingen auch mit der IHK in den verschiedenen Netzwerken so zusammenarbeiten können. Also alt und jung und natürlich für die Werte einzustehen. Ein Wertewandel in der nächsten Generation, wo ganz andere Dinge eine Rolle spielen, als wir es bisher kennen, dass Statussymbole zum Beispiel immer mehr verschwinden. Man braucht heute kein Kfz mehr, kein eigenes mehr. Man leiht sich ein, man teilt es. Also die Share Economy wird im Vordergrund stehen. Auch werden sicherlich das Arbeitsumfeld sich ändern, dass es nicht mehr so wichtig ist, auf feste Arbeitszeiten einzugehen. Man möchte Flexibilität, auch mal von zu Hause arbeiten. Man ist nicht mehr so gebunden an den Arbeitsort. Und all das gibt ja auch das Internet zum Beispiel her. Ich wünsche mir für 2016 zunächst einmal, dass alle Auszubildenden, bei deren Prüfung ich dabei bin, ihre Prüfung bestehen und ins Leben entlassen werden und auf eigenen Füßen stehen. Ich wünsche mir zusätzlich, dass alle die heutigen Aussagen, die wir gehört haben, auf der Leinwand von Auszubildenden und von der IHK, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen, nämlich dass die Auszubildenden, die jetzt also vielleicht auch Flüchtlinge sein könnten, diesen Weg hier schaffen. Also ich erwarte von der Zukunft Glanz oder gar nicht, also richtig voranrauschen und eine ganze Menge wuppen und gerne auch mit der IHK zum Beispiel, dass wir da wirklich gute Umsätze machen, Gewinne machen und vor allen Dingen auch Spaß haben. Ich erwarte von mir ein gutes Integrationsvermögen. Ich erwarte von der Zukunft, dass unser neues Unternehmen Krüger Aviation ein toller Arbeitgeber für seine Mitarbeiter ist, der innovativ, kreativ ist, seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und unser Geschehen als Wirtschaftsjunior in Segeberg kombiniert, indem wir Inklusion als Chance für die Wirtschaft nicht nur als Slogan nehmen, sondern neue Mitarbeiter mit Handicap in unser Unternehmen integrieren und damit erfolgreich in die Zukunft durchstarten können. Ich hoffe, dass wir in Zukunft alle zusammen in Frieden leben werden können und für mich persönlich hoffe ich, dass ich glücklich bin, meine Ziele durchsetzen kann und einfach auch gesund bleiben. Also von der Zukunft erwarte ich alles mit G. Gesundheit, Glück und genügend Zeit für die schönen Dinge des Lebens.